Moin, liebe Lüt. Ihr wisst ja, dass ich rennsportaffin bin. Wir haben in Freiburg sogar einen Rennsimulator. Geh mal richtig drauf. Ja, das fühlt sich besser an. Das fühlt sich besser an. Jetzt schön rum. Jawohl, rum. Jetzt Power. Dann hier oben 60, dann 90. Ja, viel Spaß. Ah, schön Force Feedback hier drin. Man fühlt sogar die Curbs. Ist das der Hammer? Time over. Und wie war's? Super, hier super. Vom Fahrgefühl her absolut genial. Das ist doch ein schöner Auftakt gewesen hier fürs neue Messevideo. Ich will jetzt mal mit euch ein bisschen in die Halle 4, in die Zubehörhalle, dass wir uns die Sachen, die da so sind, mal ein bisschen detaillierter angucken. Zubehör, Zelte, alles, was das Camperherz begehrt. Das Teil hat uns auf dem Wacken Open Air tatsächlich den Grillabend gerettet. Ich hatte meinen kleinen Kugelgrill und mit der Menge an Leuten, die wir da haben, war der kleine Kugelgrill völlig überfordert. Hat der Kollege einen Lotusgrill mitgehabt, hat auf dem dann mit ganz kleiner Kohlemenge dann ja nur, weil das Ganze ja mit Ventilator angetrieben, viel Energie aus wenig Kohle rausholt. Damit war der Grillabend gerettet. Damit hatten wir dann genug Würstchen. Genau. Ne? 200 Gramm Holzkohle passen maximal in die Kartusche rein. Und die reichten für 45 Minuten ja. Grillzeit. Und man kann die Grillzeit jede Zeit strecken, indem man halt neue Kohle nachlegt. Ne? Kann ich absolut bestätigen, genauso war es. Wir hatten alle genug Würstchen. Vielen Dank. Gerne. So, und der Nachteil, wenn man hier irgendwo Popcorn verkauft, man muss immer sehr, sehr viel Staub saugen. Ne? Aber ihr macht das Popcorn danach nicht wieder dann zum Verkauf da wieder rein. Das ist dann nur frisches. Das wird hier kostenlos abgegeben in der Halle 4 gegen eine Spende, die freiwillig ist. Ich spende natürlich auch, weil es ist für die Kinderkrebshilfe an der Stelle. Genau. Das heißt, einmal gibt es dann den Euro und das Kleingeld, was ich gerade hier noch drin habe. Und das wird von denen hier verdoppelt. Das heißt, da ist mein Euro jetzt schon 2 Euro. Die Fahrschule verdoppelt. Und wir von der Medizinischen Hilfe e.V. verdoppeln das nochmal. Also habe ich da gerade 4 Euro und ein paar zerhackte. Also genau. Mit dem Kleingeld waren das jetzt eben locker 6 Euro. Genau. Ich finde es toll, weil es kommt auch einem guten Zweck zugute. Und ihr habt auch noch Popcorn als Gegenleistung. Genau. Ne? Und wer sich anmeldet für die B oder so, also alle Führerscheine, wo Anmeldegebühr ist, kriegt einen Energy Drink. Guck mal, ne? Vielen, vielen Dank. Und ja. Ihr habt den Popcorn das gleiche mit 50 genau. Euro. Wunderbar. Weil hier könnt ihr euch natürlich auch informieren. Das ist ja für ganz viele von uns ein Thema, wirklich den Führerschein dann auch zu ergänzen, dass man auch größere Anhänger ziehen darf mit dem Klasse B-Führerschein. Genau. Ne? Ja, und hier könnt ihr euch nochmal einkleiden. Und hier ist die Geschäftsausgabe auch echt. Das ist hier Markenware. Und die ist wirklich richtig brutal reduziert. Wer noch eine Jacke braucht, hier habt ihr jetzt wirklich mal Schnäppchenfieber. Und auch wirklich alles richtig fair bepreist und beschildert. Hier haben wir jetzt zum Beispiel B-Ware ab 1999. Da steht dann aber auch wirklich auf den Schildern drauf, was da für ein Fehler gegebenenfalls dran ist. Dann kann man selber entscheiden, ob das was für einen ist oder ob man dann doch lieber eine andere Jacke sich dann raussucht. Hier jetzt als Beispiel Druckknöpfe an der Kapuze und Zipperabschluss fehlt. Wen das gar nicht stört, der hat eine super Jacke für kleines Geld. Die ist hier zum Beispiel jetzt auf 49 Euro dann runter, wegen der diversen Fehler. Ich glaube, von dieser Geschichte hier werden wir noch mal eine Langfassung machen. Ich habe mich eben mit Julian unterhalten. Das ist also super interessant, super detailliert.
Da muss eine Langfassung her. Aber ich erkläre euch das System, oder Julian erklärt euch das System hier jetzt schon mal so im Schnellverfahren im Messerundgang. Genau, also wir bieten ein Einbauset an für, sag ich mal, Selbstausbauer, die selbst kreativ werden wollen, selber gestalten wollen, selber vielleicht auch handwerklich was machen wollen. Bieten wir eben dieses Set an. Da habt ihr am Ende von eurem Einbau dieses Sets, habt ihr dann genau diesen Grundbau, den ihr hier seht. Also ein super sauberer Einbau, also ganz exakt Passform. Wir haben hier einen Peugeot Boxer als Grundlage. So, das ist hier die Unterkonstruktion, die da dahinter steckt. Und das ist mit dem Laser vermessen im Fahrzeug. Genau. Ihr habt dann also einen Scanner, der da aufgestellt wird. Genau, ja. Könnt also auch andere Fahrzeugtypen, wir haben hier jetzt den Peugeot Boxer, aber wenn es ein Fahrzeug ist, was ihr noch nicht bei euch im Programm habt. Das heißt, jeder, der, sag ich mal, jetzt einen Sprinter hat oder einen MAN hat, den haben wir jetzt noch nicht fertig im Sortiment, kommt zu uns auf den Hof gefahren, wir messen den aus, passen das System an und dann ist genau gleicher Preis wie für einen Ducato oder für einen Boxer oder Jumper. Ja. Ne, und das mit natürlichen Werkstoffen. Welche Holzart das verwendet ist, ihr hier? Pappelsperrholz benutzen wir. Das ist ja auch ganz wichtig, weil ganz viele sagen, ja, dann habe ich ja ein Mordsgewicht da drin, Pappelsperrholz. Das ist tatsächlich ultra leicht. Was bringt jetzt, weißt du das zufälligerweise, was der jetzt an Gewicht auf den vollen Ausbau jetzt bringt? Ja, also für die Größe sind wir bei 155 Kilo. Also durch die Pappelplatten super leicht. So, wenn wir eben gerade da drüben gewesen sind, hier haben wir das Ergänzungsmaterial. Ihr braucht Dämmmaterial für so einen Selbstausbau. Hier haben wir jetzt Venue. Die machen diesen Kautschukschaum, wie man ihn auch landläufig kennt für die Dämmmaterialien. Aber dieses Material hier ist zu 100% in Deutschland produziert. Und es hat auch eine entsprechende Attestbescheinigung hier, dass es keine Schadstoffe ausatmet, dass es also für Wohnräume geeignet ist. Super tolles Material. Ich greife mal kurz an dir vorbei. Hier haben die einen netten kleinen Versuch gemacht und einfach mal direkt auf das Material draufgefilzt. Das kann man also auch mit dem Material wunderbar machen im Selbstausbau. Dann ist das Ganze ein bisschen geschützt, weil ungeschützt ist es natürlich schnell dann auch mal verletzt. Mit diesem Filzüberzug haben wir wirklich dann auch einen Schutz dann da drauf. Könnt ihr euch also hier dann nach eurem Bedarf dann beraten lassen, was ihr für euren Ausbau dann braucht von diesem Dämmmaterial. Wenn man das mal so live erleben will, das ist das Fahrzeug, das ich im Instagram-Post als ersten Teaser gebracht habe. Diesen Selbstausbau haben sie mal exemplarisch damit gedämmt. Da haben wir mal eine Stelle. Hier vorne am Kotflügel logisch keine Dämmung. Ja. Aber hier hinten haben wir die Dämmung drin. Hört sich gleich ganz anders an. Und da muss ich das Zusatzlicht anmachen. Einfach mal exemplarisch gezeigt. Hier ist dann eine komplette Decke damit gedämmt. Steht auch noch mal Venue drauf hier. Made in Germany. Tolles Fahrzeug, ich mache ja solche Oldtimer. Der war mal eine Feuerwehr. Und diese Feuerwehr ist dann von einer Kapelle dann als Instrumententransportwagen benutzt worden. Und danach jetzt in diesem Zustand dann restauriert worden. Wir zeigen mal ein paar Bilder, wie das mal ausgesehen hat. Da noch im Feuerwehrrot. Frame off nennt sich das Ganze, mal wirklich komplett vom Rahmen getrennt, dass man an alles rankommt. Und dann ist er in diesen Zustand nachher verwandelt worden. Super schönes Auto. Ich mag solche alten Schätzchen ja immer besonders gerne. Das wisst ihr, dass ich an sowas immer wieder hängen bleibe. Wenn ich dann in Halle 4 hier auf der Ecke bin, kann ich natürlich nicht am Supervolt-Stand vorbeigehen, weil ihr seid jetzt auch das erste Mal hier auf der Messe. Also es ist ja genau die Batterie, mit der ich mal vor drei, fast vier Jahren angefangen habe, mein Auto auf Lithium umzustellen. Also jetzt sehen wir uns das erste Mal in Natura. Jetzt sind sie hier nach vier Jahren, der ganze Wahnsinn. Irre. Also das wäre so das Modell, ist natürlich jetzt die neuere Version davon, korrekt, die ich bei mir eingebaut habe. Ich habe also zweimal 100 Amperestunden, war ja auch damals auch ein Tipp von euch, dass man ruhig drüber nachdenken sollte, zweimal getrennt 100 Amperestunden. Wenn mal was ist mit der Batterie, dann fällt nur eine aus und die andere ist immer noch da. Also durchaus gar kein so unpfiffiges System. Und jetzt verrate ich euch was beim Pössl. Beim Two-Wheel Plus ist das sogar unter der Konsole so gebaut, dass da schon von vornherein ab Werk ein gestuftes Blech eingebaut ist. Wenn man also nicht zwei einzelne Batterien dort einbauen will, dann hat man richtig Arbeit, weil man musste nämlich dieses Blech dann erstmal wieder entfernen, um dann überhaupt was anderes einbauen zu können. Also für mich war es damals der ideale Tipp. Ja. Mach doch eine zweite Batterie dazu, dass du dann zweimal 100 einbaust. Das war vom Einbau her super simpel. Und mit zweimal 100 Amperestunden, ich habe eine super Stromversorgung. Ja. Jetzt haben
haben wir hier mal richtig so ein Teil offen. Genau, ich wollte mal zeigen, wo denn so der Unterschied ist bei einer Batterie. Sitzt? Viele sagen, hey, ich finde die gleiche Batterie für 300 Euro auf Amazon. Warum sollte ich jetzt bei euch plötzlich 700 Euro ausgeben? Können wir gerne mal reinschauen, wie so ein Produkt aussehen kann. Das sind dünne Käbelchen. Die sind mit Bauschaum fixiert, das sind Pouch-Taschenzellen verbaut. Wohlgemerkt, ne? Das hier ist keine Supervolt. Das ist keine Supervolt, richtig. Eine No-Name, die ihr irgendwo dann einfach mal als Muster da mal genau, dazu geholt habt. Auch aus Neugierde wollten sie erst mal schauen, wie sowas funktioniert, so eine Batterie so günstig anzubieten. Aber ja, wenn man da reinguckt, da sieht man, dass da an allen Ecken und Enden gespart wurde. Da kriege ich Angst. Ja, würde ich nicht in mein teures Wohnmobil einbauen. Ja. Genau. Und so sieht das dann bei euch aus. Richtig, wir haben sämtliche Schutzvorkehrungen in unserem BMS. Wir haben einen Precharge-Resistor, wenn mal größere Geräte angeschlossen werden, damit nicht direkt die BMS-Elektronik belastet wird. Wir haben Active Balancing verbaut, das liegt hier drunter. Wir haben neuerdings auch Netzwerkschnittstellen. Wir schließen uns an ans Victron-System, an den Linbus, CAN-Bus, NMR 2000 und den CI-Bus. Also in der Zukunft Richtung Smart Van sind wir auf jeden Fall zukunftssicher. Zukunftssicher, so ist es, richtig. Auch über unsere App, die wir mittlerweile komplett selbst entwickelt haben, können wir künftig das BMS updaten und haben nachhaltig eine zukunftssichere Lösung mit unserer Supervolt-Batterie. Ja. Und diese App finde ich auch einfach super praktisch. Ich habe jetzt keinen Schand, ich habe keine Abgreifstelle, wo ich jetzt bei mir den Verbrauch sehen kann. Ich habe von Anfang an einfach nur eure App benutzt. Die hat sich auch weiterentwickelt in der Zeit. Das habe ich auch gesehen, dass ich dann immer wieder Updates gekriegt habe. Ich kriege jetzt eigentlich das, was ich an Informationen brauche über meinen Stromverbrauch, ganz locker aus der App. Na, also da brauche ich über einen Schand oder ähnliches bei mir gar nicht mehr nachzudenken. Genau, das war die Idee. Ja. Richtig. Wenn wir jetzt bei der Batterie sind, das ist ja die 100, die bei mir jetzt so drin ist, was kostet die aktuell? Die liegt bei 749 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Und dann mit Messerabatt 5% und für Messebesucher, die hier vor Ort sind, gibt es nochmal einen kleinen Bonus. Ich verrate euch noch einen kleinen Bonus. Guckt mal in die Videobeschreibung, da ist noch ein kleiner Code und der ist immer extra einlösbar. So ist es. Was wir schon gezeigt haben im allerersten Teaser, ist das neue Produkt, was ihr jetzt gerade habt, die Super Jumbo 480 Amperestunden. Die passt genau in die Sitzkonsole vom Stellantis von der Bodengruppe rein. Die habt ihr jetzt auch im Vorlauf, die ist im Moment noch nicht da. Die kam heute an im Lager tatsächlich. Ah, im Lager. Also ja, jetzt haben wir also die Bestätigung, sie ist wirklich da. Richtig. Nur tatsächlich in den Vertrieb gibt ihr sie, glaube ich, ab dem 18. Oktober. Dadurch, dass sie jetzt früher ankam als erwartet, ist sie ab nächste Woche schon tatsächlich verfügbar. Ja. Und gibt es noch den Vorbestellerrabatt? Den können wir noch, noch drin lassen in der Woche. Eine Woche habt ihr noch Zeit. Ja. Könnt ihr euch noch einen Vorbestellerrabatt dann holen? 300 Euro waren das, richtig, wenn ich das genau richtig weiß. Ne? Ja. Das ist natürlich, dürft ihr jetzt nicht vergessen, 480 Amperestunden, das ist jetzt auch wirklich eine richtige Hausnummer. Das kostet natürlich auch schon ein bisschen mehr, die Batterie. Die ist ne? ein bisschen teurer, ja. Ja. Aber wenn man es auf die Nutzungsdauer von 15, 20 Jahre sieht, ja, die ganze Zertifizierung unserer Batterien sind ECR10 zertifiziert, haben das E-Prüfzeichen, das mal zeigen. Das wird ab 2025 deutlich TÜV-relevanter. Die prüfen aktiv, ob die Aufbaubatterie tatsächlich ein E-Prüfzeichen hat. Ja. Und wir haben schon alle Zertifizierungen abgeschlossen für unsere Produkte. Und so sind unsere Kunden auf der sicheren Seite. Super. Und für mich war es wirklich eine der besten Entscheidungen, weil damit habe ich wirklich ohne Solar und ohne alles für mich das ausreichende Maß an Autarkie erreicht. Nur indem ich von AGM auf Lithium gewechselt habe. Ja, auch E-Mobilität auf zwei Rädern ist natürlich ein Thema. Da habt ihr hier auch einiges an Auswahl. Nicht nur von dem Anbieter, da hinten haben wir auch noch wieder die Jungs von Stereon. Die habe ich euch ja mal Anfang des Jahres in Hamburg schon gezeigt. Und wem das mit dem Fahrrad noch eine Nummer zu klein ist, da geht es dann auch in die Richtung Suzuki. Wobei, das sind Verbrenner, das ist jetzt gar nichts mit E-Mobilität. Da kommen wir dann eher so ein bisschen in die Richtung bei MyVelo. Oh, das ist mein Freund von gestern Abend vom Lagerfeuer. Hallo, kennst du mich noch? Ja. Oh. Bist aber ein Lieber. Endlich einer, der kuschelt. Ja. Ne? Heute Abend am Lagerfeuer. Es könnte heute ein bisschen unruhiger werden. Ja, aber der ist trotzdem dabei. Ja. Später, am späteren Abend, wenn dann nachher die meisten nachher schon zu Bett gegangen sind, dann wird es auch wieder ein bisschen überschaubarer. Ja, ja. Ne? Ich habe hier echt einen neuen Freund. Ja. Und natürlich, wenn ihr hier auf der Messe dann nach sowas guckt, MyVelo,
habt ihr auch eine bunte Auswahl an E-Mobilität. Ne? Dann gucken wir drüben bei den Jungs bei Stereon auch nochmal vorbei. Ich bin einen Stand weiter bei Stereon und Stereon hat was Neues. Ich bin ja im Frühjahr in der OOHH in Hamburg noch gewesen. Da habe ich euren E-Roller dann letztens da gefahren, genau. Der hier vorne ja. Dann auch einmal ausgestellt ist. Den habt ihr natürlich immer noch im Programm. Klar, sicher. Ich bin von dem Teil relativ angetan, weil ich bin Fan von großen Vorderrädern. Ja. Kreiselkräfte stabilisieren, das ist das, was ich eigentlich immer so an diesen kleinen Rollern kritisiere. Die sind sehr kippelig, also da kann man auch schnell mal sich mit hinlegen. Richtig. Hier ein tolles Prinzip. Ihr habt jetzt aber was ganz Neues. Das gibt es jetzt auch als Faltrad bei euch. Genau, richtig. Ja, das siehst du auch hier vorne, wenn du einmal hier auf den Flyer guckst. Wir zeigen es aber gleich nochmal in echt. Das ist im Endeffekt unser neues Faltrad mit einer Automatikschaltung. Das heißt, du musst selber nicht mehr schalten, was sehr angenehm ist. Du musst also auch nichts nachstellen oder nichts ölen, denn es ist nämlich auch keine Kette, sondern mit einem Riemenantrieb. Hier sind wir schon direkt da dran, da können wir das schon ganz gut sehen. Hier siehst du es einmal jetzt im gefalteten Zustand. Was wir halt von den Scootern übernommen haben, ist neben diversen Bauteilen eben auch dieser Faltmechanismus, dass ich das Hinterrad unter den Rahmen falten kann, den Lenker runterfalten kann. Und dann habe ich es halt schon auf super kompakten Abmaßen, dass es eigentlich in fast jeden Kofferraum reinpasst, ohne die Sitzbank umlegen zu müssen. Auch keine große Höhe. Ne? Wenn wir uns das jetzt hier von der Höhe her angucken, das war bei mir immer mit den Falträdern. Ich habe viele zum Testen bekommen und habe immer die Schwierigkeit gehabt, auch wenn es zusammengefaltet ist, es blieb immer bei mir im Bettrahmen, wenn ich es aufrecht stehend transportieren will. Das hier, was haben wir hier für eine Maximalhöhe? 70 sind das ungefähr so. Also das ist das Niedrigste, was ich bislang gemessen habe. Also das Kleinste, was ich bis jetzt sonst bei mir im Test hatte, war bei 76 Zentimetern. Und 6 Zentimeter Unterschied machen da viel aus. Viele Kastenwagen haben ja irgendwie diese 70 Zentimeter Grenze. Ja. Man kann den auch noch leicht schräg stellen, dann passt er auf jeden Fall auch in jeden Kastenwagen rein. Ja. Genau, jetzt siehst du ihn hier einmal im fahrbereiten Zustand, auch in einer anderen Farbe nochmal. Das sind jetzt noch Prototypen der ersten Generation. Deswegen ist da noch nicht alles serienreif, aber grundsätzlich wird es vom Grunddesign, vom Grundprinzip auch so in der Serie bleiben. Wir haben hier einen praktischen Tragegriff dabei. Wir sind hier bei 22 Kilo. Das ist also gut handelbar. Der hat jetzt zum Beispiel als kleines Add-on auch noch eine hydraulische Sattelschütze dabei. Hast du hier deaktiviert? Genau. Guck mal, da wird drauf gedrückt. Draufdrücken und dann geht er da hoch. Wir drücken nochmal runter. So. Jetzt nochmal hoch. Und dann kannst du hoch. Cool. Das heißt, ich kann in dem Fall jetzt leichter aufsteigen. Wenn ich dann drauf bin, kann ich dann den fahrbereiten Zustand machen. Ansonsten, ich habe hier ganz normal hydraulische Bremsen, wie bei unseren Scootern vorne dran. Den wird es zum Beispiel optional auch mit Blinkern geben. Den wird es optional auch mit einem Gepäckträger für vorne und ein Gepäcksystem für hinten geben. Da sind wir also noch dabei, weitere Features zu entwickeln, die dann analog zu unseren Scootern auch frei konfigurierbar sind. Die werden nach wie vor auch in Köln gebaut und in der Regel dann auch nach Kundenwunsch gebaut. Ja. Das ist eben auch, das ist eine deutsche Firma, die hier dahinter steht. Ihr seid eigentlich eine Ausgründung aus der Uni, glaube ich, ne? Genau, das war damals so, das war 2016, 2017. Mhm. Seit 2018 sind wir eine Firma, seit 2020 verkaufen wir ja aktiv auch. Und die Scooter verkaufen wir jetzt seit einigen Jahren. Ja. Und wir hatten halt häufig Leute, die zu uns gekommen sind und gesagt haben, bau doch mal sowas ähnliches mit Pedalen, ich will mich ja noch aktiv bewegen oder ich möchte kein Kennzeichen haben. Ja. Wir sind also in den letzten Zügen der Produktentwicklung, da müssen wir die Teile noch bestellen, da muss alles bei uns ankommen, dann können wir anfangen zu montieren. Was wir aber machen ist, wir sammeln Interessenten auf einer sogenannten Warteliste bei uns. Mhm. Wenn man auf die Homepage kommt, findet man diese Warteliste auch relativ einfach. Ja. Da kann man die E-Mail-Adresse eintragen, ist wie eine Art Newsletter, man wird regelmäßig informiert und man bekommt 500 Euro Rabatt zum Marktstart. Das war das, was ich eben hier schon gesehen hatte. Das da steht es nämlich auch. Mit der Start 500 Euro Rabatt. Bei 2,8 anstatt bei 3,3. Mhm. So, der hat dann schon dabei die Schutzbleche und Licht, was in der Fahrradbranche eher seltener ist. Ja. Ist im Endeffekt fahrbereit. Wenn man jetzt einen Gepäckträger haben möchte oder was weiß ich, einen größeren Akku oder so, dann kostet das extra. Mhm. Aber mit 2,8 habt ihr auf jeden Fall schon einen, mit dem ihr direkt losdüsen könnt. Und ist ganz unverbindlich, sich da anzumelden. Einfach nur E-Mail-Adresse reintragen. Man kann sich auch jederzeit wieder abmelden. Das ist auch wichtig zu wissen, wenn man sich dann doch nochmal wieder... Ihr verliert nichts, aber ihr könnt euch jetzt die Chance auf 500 Euro sparen und euch jetzt sichern. Genau, ist ganz easy. Deswegen ist im Endeffekt wie ein Newsletter, wie ich gerade schon gesagt habe, und ganz unverbindlich. Dann geht er an. Dann dauert 2 Sekündchen und der ist fahrbereit. Du kannst jetzt verschiedene Powerstufen hier einstellen. Ja, mit Plus und Minus. 5 wäre die höchste, dann schiebt der richtig, der Motor. Ja. Der hat richtig Saft. Wir fangen jetzt erstmal in 3 an. Wenn du gleich hochdrückst, hast du mehr Leistung. Ja? Vorderradbremse, Hinterradbremse.
ganz easy. Steht auch dran für diejenigen, die sich das nicht merken können. Wir schreiben es rein, genau. Und du könntest jetzt zum Aufstieg den erstmal runter machen, um dann eben leichter aufsteigen zu können. Wenn du es denn möchtest, kannst du aber auch direkt oben lassen. Ja. Alles klar. Das ist auch optional, das kann man nachher dazu nehmen, wenn man es denn haben möchte. Mhm. Fürs Testfahrzeug ist es halt sehr praktisch, da können wir mal alle Größen direkt einstellen. Okay. Jo, Stufe 3 geht schon gleich gut zur Sache. So viel Platz haben wir hier leider gar nicht, aber da kann man mal ein bisschen Gummi geben. Stufe 5. Wow! Auf Stufe 5 tritt der aber ganz schön an. Sag ja, der hat Saft. Ja. Abschaltung bei 25 km/h ist natürlich klar. Da würde er aufhören, ne? Schaffe ich hier nur nicht. Ich schaffe immer nur 14, 15 km/h auf dem kurzen Stück. Aber er fährt sich echt geil. Das ist so das Fahrgefühl, das ich in Hamburg auch schon hatte, ohne das Pedal, aber jetzt einfach als Fahrrad. Wirklich super schön zu fahren. Ich finde das toll. Ein alter Bekannter ist mir hier wieder begegnet. Wir haben Titanlüfter hier. Das habe ich euch ja schon in Düsseldorf vorgestellt. Das Video werde ich euch hier jetzt natürlich einmal verlinken. Da haben wir also einmal die Kühlschrankentlüfter, verschiedene Varianten. Und die haben für die Tedford-Systeme eine neue Toilettenentlüftung. Die verbirgt sich hier hinter der Tür. Das kann an den bei Tedford vorhandenen Entlüftungen nach unten unter dem Fahrzeug verbaut werden. Und damit habt ihr dann eine vernünftige Entlüftung nach unten und müsst nicht die Sog nach vorne dann durchführen. Und auch den für die Absorber ja ganz wichtigen Zusatzlüfter, der euch die Dinger dann bei hohen Außentemperaturen dann betriebsbereit hält, auch den kann man sich hier dann auch mal live angucken. Wie gesagt, langes Video, verlinke ich euch. Es gibt noch mehr Fahrräder hier, auch mal ein anderes Rahmenprinzip hier, die Easy-Räder. Und hier haben wir dann ein bisschen Fahrzeugaufbereitung, mal richtig schön gemacht. Das Tropfenbeispiel, wenn man eine Keramikversiegelung drauf hat, wie das Wasser dann abperlt. Und das war ja schon in dem ersten Messeteaser drin. Die haben auch mal ein besonderes Fahrzeug hingestellt, um zu zeigen, was man mit Fahrzeugaufbereitung denn bringen kann. Und nachvollziehbar, bitte nicht anfassen. Please do not touch. Auch so ein kleiner Camp am Arc darf natürlich nicht fehlen. Hier habt ihr also bunte Auswahl an Geschirr, an dem typischen Kleinbedarf, den man immer so hat. Stühle, Tische, Reinigungsmittel. Und ich habe Glück gehabt. Es gibt hier zwar Tische und Stühle und alles Mögliche, aber ich habe noch keinen Moonchair gesehen. Ihr wisst ja, da bin ich auf dem Thema bin ich ein bisschen angefixt. Da läuft mir vielleicht noch mal was zu. Was ihr auch in der Halle 4 habt, da vorne haben wir Camplet, Faltzelte. Hier haben wir das Ganze dann von Camp Werk, auch auf Anhänger basierend oder als Zeltdach. Da drüben haben wir dann Gentle Tent, die das Ganze dann mit Dropstitch-Verfahren machen. Also wer in dem Bereich sich irgendwo informieren will, der findet hier natürlich auch ohne Ende Angebot, ohne Ende Sachen, wo man sich informieren kann. Und ihr habt es vielleicht gemerkt, in dem ersten Video, was ich hier von Freiburg gebracht habe, habe ich echte Schnittprobleme gehabt. Lag daran, ich habe aus Versehen in 4:3 gefilmt und mein PC hat es nicht mehr möglich gemacht, eine Vorschau zu haben. Deswegen habe ich euch auch zwar das Gentle Tent gezeigt, aber der Schnitt war sehr, sehr ungünstig. So sieht so etwas dann von innen aus. Das sind doch wirklich wohnliche Räume hier. Und da sind wir wieder an dem Zelt, wo der Husky schon oben rausguckt. Auch das zeige ich euch jetzt noch mal länger mit einem besseren Schnitt als in dem ersten Video. Und sowas dann einfach montiert auf einem Anhänger, Multipurpose und auch klein wieder wegzustauen, wenn man dann irgendwo das Ganze gerade nicht benutzt. Auch auf dem Caravansalon waren sie mir schon aufgefallen, Naturbummler, hier mal der Flitzer 2 XL. Das sind Dachzeltsysteme. Ah, ich mache euch da mal das Licht an. Die sind hier auch wieder vertreten, verschiedene Varianten davon, aber hier aktuell haben wir dann nochmal 15% Rabatt zusätzlich auf die Ausstellungsstücke. Die stehen jetzt nämlich auch zum Verkauf.
logisch, stehen Modellwechsel an. Auf den nächsten Messen werden wieder die neuen Modelle dann vorgestellt. Die sind nicht schlechter geworden, dadurch, dass sie hier auf der Messe gezeigt worden sind. Auch Pekipek ist natürlich mal wieder hier vertreten. Solbio haben wir auch natürlich in Halle 4. Die sind ja hier schon Stammgäste, das gehört alles mit dazu. Direkt gegenüber habt ihr den Michael von Simply Collect. Habt ich euch ja schon mal kurz vorgestellt im Messerundgang. Und wenn euch das hier interessiert, habt ihr noch die Gelegenheit. Bis Sonntag könnt ihr selber hier noch durch die Hallen durchlaufen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like oder ein Abo. Wenn ihr nicht abonnieren wollt, ihr kennt es vielleicht, ist nicht so schlimm. Aber ich freue mich über jedes eurer Abos und ihr verpasst keins meiner Videos mehr. Bis zum nächsten Mal, euer Michael. Wenn ihr zu einem Störeinfluss kommt, bleibt das Ganze noch stabil. Ja, meine schöne Stütze hat ausgenutzt, die sein sollte. Stützt das so, wie sie gehört, genau. Und jetzt tue ich da hinten in meine schöne Stauklappe, wo ich ja meistens viel einlade, hier voll machen. Ja. Vielleicht noch einen Fahrradträger drauf. Ja. Was ich ja mal erzähle, bei den Heckgaragen ja auch, ne? Ist dann auch ausgeprägt. Ein kleiner Impuls, das kann sein von der Bodenwelle, das kann sein von der Windstoß, beim Drohnen vom LKW. Und sonst kriegt es aus. Ne? Was so ein kleines bisschen falsches Beladen so ausmachen kann, ne? Super toll, danke für die Vorführung. Ja.